Hallo zusammen, ich möchte heute mal über die andere Seite reden. Was meine ich damit? Ich meine damit die andere Seite in ganz verschiedenen Ebenen. Und ich möchte mit der obersten, mit der umfassendsten Ebene beginnen und möchte dann auf die individuelle Ebene kommen. Und wir beginnen mit der Natur. Ja? Und in der Natur ist die andere Seite zu sehen oder beide Seiten gleichzeitig gleich wertzuschätzen, eine ganz neutrale Sache. Wie zum Beispiel, wenn ein Erdbeben passiert, da reiben Platten aneinander und irgendwann blockiert einfach etwas. Ja? Die zwei Platten wollen aneinander vorbei und verhaken sich und dann baut sich Druck auf. Und die Naturgesetze besagen, dass dieser Druck irgendwann entlassen werden muss. Ja? Wie beim Dampfkessel. Pff, der muss rausgelassen werden. Und irgendwann kommt es dann zum Erdbeben. Ja? Irgendwann ist der Druck so stark, dass die dann quasi gelöst werden, diese Platten, und dann zack, auseinanderschießen. Und dann entsteht ein Erdbeben. Und dann ist das wieder alles ausgeglichen. Dann sind beide Seiten wieder ausgeglichen, wenn man das so mag. Genauso kann man es bei Tag und Nacht sehen. Ja? Die Nacht ist die andere Seite vom Tag sozusagen. Und wenn wir das verstehen, dann haben wir für die anderen Ebenen schon mal eine gute Grundlage. Denn es geht weiter. Jetzt kommt die gesellschaftliche Ebene. Die gesellschaftliche Ebene, was bedeutet da die andere Seite? Dort bedeutet die andere Seite, dass man andere Meinungen zulässt, dass eine Gesellschaft, die andere Meinungen unterdrückt oder Meinungen, die man selbst nicht hat, oder politische Systeme, die irgendwie Druck aufbauen wollen, da sind wir wieder beim Druck, die Druck aufbauen wollen, um irgendeine Meinung durchzusetzen oder eine Ideologie, dass die Naturgesetze irgendwann dafür sorgen, dass da zu viel Druck herrscht oder da herrscht zu viel Druck, und die Naturgesetze sorgen irgendwann dafür, dass sich das dann entlädt. Und das meistens in einer destruktiven Art und Weise, so wie beim Erdbeben auch. Nur beim Erdbeben haben wir nicht die Wahl. Die Natur, ja, das sind natürliche Prozesse, die einfach so stattfinden. Wir haben die Wahl, was natürlich Umweltverschmutzung angeht, ganz klar. Da haben wir die Wahl, die Natur, die andere Seite nicht zu sehr auszureizen, nicht so viel Druck aufzubauen, sodass dann nicht so viel Gegendruck auf uns zukommt. Aber im Gesellschaftlichen haben wir denn noch viel mehr diese Möglichkeit, indem wir im Kleinen anfangen, andere Meinungen zuzulassen und auch die andere Seite zu sehen sozusagen. Und indem politische Systeme nicht versuchen, Druck aufzubauen und in diktatorische Richtungen zu gehen, die Freiheit der Menschen einzuschränken, dann haben wir die Chance, dass da kein Gegendruck und nichts Destruktives auf uns zukommt. Aber die Natur wird immer dafür sorgen, dass, wenn man die Naturgesetze verletzt und diesen Freiraum den Menschen nicht einräumt auf gesellschaftlicher Ebene, dass dann das zurückkommt, und zwar auf destruktive Art und Weise. Und wenn man das versteht, kann man sich vielleicht auch mit einem Blick fürs große Ganze etwas zurücknehmen und kann sagen, okay, passt mal auf. Das ist vielleicht das, was die Neudeutschen, die Jugend dann Karma nennt. Ja? Karma gibt es ja schon lange, aber das ist ja in den letzten Jahren so hochgekommen, das Karma. Und das Karma ist eben genau das. Und wenn wir jetzt noch eine Ebene weitergehen, dann haben wir die Beziehungsebene, also die Ebene vom Individuum zu jemand anderem im engsten Umfeld. Und da hat Stephen R. Covey ganz toll schon drüber berichtet in seinem Buch The Seven Habits of Highly Effective People. Da gibt es ein Kapitel, das heißt, es gibt eins, das heißt erst verstehen, dann verstanden werden. Das passt da auch ganz gut rein. Aber es gibt ein Kapitel, das sich mit dem Vertrauenskonto beschäftigt. Das Vertrauenskonto bezeichnet Folgendes. Wenn wir nur an uns denken, egoistisch handeln und die andere Person, zu der wir eine Beziehung pflegen oder aufbauen wollen, überhaupt nicht
ja, mit einbinden oder beachten oder empathiefähig sind oder Empathie auch anwenden. Das hört sich so technisch an, anwenden, aber ich glaube, man versteht, was ich meine. Dann zahlt man, dann hebt man vom Vertrauenskonto ab und zahlt nichts ins Vertrauenskonto ein. Und das ist der Grund, weshalb dann solch eine Beziehung quasi in eine destruktive Richtung geht. Ja? Da baut sich dann Druck auf und dieser entlädt sich wieder. Und dann kommt man quasi in eine destruktive Richtung. Und also man kann diese Logik der anderen Seite hören, die andere Seite sehen, ja, auf sehr viele Bereiche beziehen. Und mein letztes Video mit dem Regenbogen, das ist nochmal eine Ebene drüber. Ja? Das ist die spirituelle Ebene, die wirklich esoterische Ebene. Dann kommt die Naturebene, die ich vorhin genannt habe. Ja, und mit den Naturgesetzen. Die Naturgesetze beziehen sich aber auf alle Ebenen. Ja, die sind allumfassend universell sozusagen. Dann die gesellschaftliche, dann die Beziehungsebene und jetzt kommt die individuelle Ebene. Und was bedeutet das, wenn wir das auf die individuelle Ebene anwenden? Das bedeutet, dass wir auch unsere dunkle Seite, und hier können wir jetzt ruhig wertend sein. Viele von uns streben nach einer gewissen Richtung, wie sie sein wollen. Ja, wie sie sein wollen, wenn sie auf dem Sterbebett liegen, wie sie auf ihr Leben zurückblicken wollen. Und sie, alles, was da nicht reinpasst, was sie aber trotzdem in sich spüren, ja, bezeichnet man ganz gerne mal als dunkle Seite. Und oft wird diese dunkle Seite unterdrückt, ja, da wird Druck aufgebaut, dass die ja nicht hochkommt, weil wer will damit ja gar nichts zu tun haben, sich gar nicht beschäftigen mit dunklen Gedanken, mit kriminellen Gedanken. Und aber alle Menschen haben die irgendwo in sich und fühlen diese Gedanken, ja. Das kann auf der krasseren Ebene, diese dunkle Seite kann wirklich sehr dunkel sein. Das kann aber auch nur die Hausfrau sein, die immer ordentlich sein will. Und alles, was mit Schmutz zu tun hat, drückt sie von sich weg. Ja? Sie sieht also nicht, dass sie auch die schlampige Seite in sich hat, sondern sie sieht nur die hygienische, saubere, ordentliche Seite. Ist vielleicht gerade bei den Deutschen sehr verbreitet. Es ist aber auch so, mit anderen Gedanken, ja, gerade Sexualität, Kriminalität, wenn einem was Blödes widerfährt, dann wünscht man anderen Leuten irgendwas Schlechtes, ja. Das sind alles dunkle Gedanken, die jeder von uns hat, aber die meisten drücken sie weg. Und was ist nun die Lösung, wenn wir an die anderen Ebenen denken? Die Lösung ist, diese Gedanken zu akzeptieren, zu integrieren. Denn nur wenn man sie integriert und akzeptiert und als Teil des Ganzen sieht, kann man diese Gedanken gesund verarbeiten, ja? Man kann dann aus diesen Gedanken, die ja auch eine Art Energie sind, wieder das tun, wo eigentlich das Gewissen nachstrebt, nämlich nach den guten Seiten, nach den guten Dingen. Der Mensch ist an sich gut, bin ich tief von überzeugt. Aber durch unsere Ablenkung, wie schon im letzten Video mit dem Regenbogen angesprochen, durch unsere Ablenkung, durch diese Dualität, durch das Nicht-Akzeptieren der anderen Seite, sind wir so destruktiv in Gesellschaft, also in Natur, in Gesellschaft, in Beziehungen und im Individuum. Das heißt, wir können da oben anfangen, aber eigentlich sollten wir bei uns anfangen. Wir sollten unsere dunkle Seite, unsere andere Seite, wir müssen sie nicht dunkel nennen, wenn wir das erstmal verstanden haben, können wir sie gerne einfach andere Seite nennen, akzeptieren lernen, integrieren. Und dann können wir eine gesunde Persönlichkeit entwickeln und wirklich nach unserem Gewissen handeln, wirklich moralisch, ethisch, ja, wo wir dann am Ende im Sterbebett liegen und sagen, ja, ja, ich habe gelebt, so wie ich mir das vorgestellt habe. Das geht aber nicht, indem wir eine Seite wegdrücken und irgendwann, weil wenn wir die wegdrücken, diese dunkle Seite, die andere Seite, dann wird es destruktiv. Ja, irgendwann baut sich so viel Druck auf, dass wir dann wirklich in die Richtung, das wurde so lange weggedrückt und alles, was weggedrückt wird, sagt umso mehr, hallo, hier bin ich, hallo, hallo, ja. Und dann haben wir nicht mehr vielleicht die Kraft in schlechten Phasen, wenn das mal durchbricht, dann wirklich das ausgewogen zu behandeln und zu integrieren und wirklich nach unserem moralischen Kompass zu handeln, sondern dann wird das wirklich destruktiv, dann wird das wirklich kriminell, dann wird es wirklich zu Beziehungsproblemen, zu Streitigkeiten, zu Unausgeglichenheit führen. Und genau das ist das Problem. Ja, und wenn wir alle diese Ebene zusammen betrachten, dann verstehen wir, was dahinter steckt. Und dieses Verständnis ist die halbe Miete, wenn nicht fast schon die ganze Miete von dem ganzen Käse, sage ich mal. Ja? Also,
wir dürfen versuchen, uns hier das alles einfach besser zu verstehen, da hineinzufühlen. Was bedeutet es denn, die andere Seite zu sehen? In der Natur, ja, in der Gesellschaft, in Beziehungen und vor allem bei uns selbst. Fangen wir doch bitte bei uns selbst an. Wenn jeder bei sich selbst anfängt, mit diesem Thema zu arbeiten, dann tut sich das automatisch, ja. Die Gesellschaft besteht aus Individuen. Dann tut sich das, und Individuen sind auch die Menschen, die dann die Natur schlecht behandeln vielleicht. Ja, wenn wir bei uns anfangen, dann tut sich das nach oben fortführen. Und dann kommen wir zu einer friedlichen, gesunden, moralisch gesunden, was heißt Moral? Moral ist vielleicht das falsche Wort, zu einer Gesellschaft mit Gewissen, ja, ohne Ideologie. Und das ist so wichtig heutzutage. Das ist das, warum alles, wenn wir uns auf die negativen Gedanken konzentrieren, auf die negativen Nachrichten, das ist, warum alles den Bach runtergeht. Wobei das auch wieder nur eine Sichtweise ist. Ja, manche Menschen denken ja so, und die Menschen kann ich vielleicht jetzt abholen oder die kann man mit diesem Verständnis vielleicht doch abholen. Menschen, die sowieso verstanden haben, dass es alles die Brille ist, durch die man schaut, ja, ob man Dinge positiv oder negativ betrachtet, die brauchen vielleicht dieses Verständnis gar nicht so sehr. Aber Menschen, die da fest drinstecken und die denken, oh Gott, und es wird noch schlimmer, und Gott, und ich fühle mich schlecht, aber die verstehen vielleicht jetzt, woran es krankt. Und die haben jetzt endlich mal eine Möglichkeit zu sagen, okay, wenn ich bei mir anfange, dann tue ich was dagegen. Ja? Die meisten haben das Gefühl, ja, egal was ich tue, das bringt ja sowieso nichts. Nein, im Gegenteil. Wenn man bei sich anfängt, dann ist alles wesentlich besser. Noch ein ganz kurzer Zusatz. Was ist gut und böse? Das sagt uns übrigens nicht die Gesellschaft. Das sagen uns auch nicht die Großeltern oder die Eltern. Das sagt uns unser Gefühl, unser Gespür. Ja, also jetzt nicht den Fehler begehen, zu schauen, was sagt denn die Gesellschaft? Was wird von mir erwartet? Und das ist dann das Gute. Und alles, was davon abweicht, ist das Schlechte. Nein, das, was sich richtig anfühlt, das ist das für dich persönlich Gute, das Erstrebenswerte. Und die andere Seite, ich sage jetzt bewusst nicht das Schlechte, die andere Seite ist das, was sich vom Bauch, vom Herz her nicht richtig anfühlt. Was die Gesellschaft sagt, ist völlig irrelevant. Natürlich schauen wir, dass wir uns integrieren, dass wir im System funktionieren können. Das heißt, eine gewisse Anpassung ist nicht unbedingt schlecht. Aber im Endeffekt geht es um das eigene Gespür für richtig, falsch, für gut, für nicht gut, für erstrebenswert, nicht erstrebenswert. Ganz individuell, ganz, ganz persönlich. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Denn wir sind natürliche Wesen und die Gesellschaft ist sehr abstrakt. Und wir sollten uns mit der Natur verbinden, ja, wie in einem Video mit dem Regenbogen. Und dann reinspüren, was ist richtig, was ist falsch. Das noch als kleiner Zusatz. Denn nur wenn wir in dieser Gesellschaft auch uns integrieren und teilhaben, ja, der andere Weg wäre einfach im Wald leben alleine, ja, oder irgendwie alternative Lebensform anzunehmen woanders. Aber wenn wir hier etwas verändern wollen, dann müssen wir natürlich in dieser Gesellschaft auch zu einem gewissen Grad integriert sein. Und aus dieser Integration heraus kann man auch etwas verändern. Wenn man Teil von etwas ist, können die vielen Teile etwas verändern. Und wenn viele Menschen dieses Verständnis bekommen, dann können wir die Gesellschaft, unsere jetzige Gesellschaft von innen heraus verändern und müssen nicht uns irgendwo in den Wald zurückziehen und irgendwelche eremitischen Lebensweisen hier verfolgen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Es geht nicht darum, zu sagen, ach, Gesellschaft, alles Bullshit und weg, ja, weg verschütten. Das ist auch wieder Druck, ja, man baut Druck gegen etwas auf, wo man eigentlich Mitglied drin ist. Und das ist der Punkt, ja, von innen heraus, bei sich persönlich anfangen. Man hat persönlich mehr Freiheiten, als man denkt. Und den bitte den eigenen Gewissenskompass aufbauen, nicht den, der einem von Eltern, Gesellschaft, Medien, Großeltern, Freunden vorgegeben wird. Nochmal ganz wichtig. Bis zum nächsten Video, ciao.